So Leute, willkommen zurück zu Need for Speed Carbon. So, wir haben unseren Aston Martin, ja, letzte Folge mal ein bisschen getuned. So, und heute probieren wir mal ein bisschen aus gegen Kenji in seinem RX-7. So, zum Event springen, ja. Und ich hoffe, dass wir hier wenigstens mehr Chancen haben als beim letzten Mal. Das letzte Mal hatten wir ja 10 Sekunden Rückstand. Ah, ich weiß nicht. In der Statistik da kommt mir der Brera immer noch ein bisschen besser vor. Aber ja, schauen wir mal. Du kennst mich noch, oder? Ja. Naja, sieht nicht so aus. Wenn ja, wärst du jetzt bestimmt nicht hier. Klappe. Oh, der zieht hier davon. Ja, okay, das Handling ist nicht schlecht, das muss man schon zugeben. Aber die Beschleunigung, da merkt man. Ja, verdammt! Oh Mann. Ja, lach doch da oben mit deinem blöden Bildschirm. Eine Verzögerung beim Denken kommt davon. Das hilft auch gar nicht. Jetzt schon 3 Sekunden Rückstand. Ja, haben wir das Zeug nur gekauft oder haben wir es nicht installiert oder? Also irgendwie. Steht immer so viel Zeug im Weg. So. Ich muss das nächste Mal hier mal die Abkürzung nehmen. So, jetzt mal hier Nitro rein. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir hier wirklich näher rankommen. Der hat immer noch 3 Sekunden Vorsprung. Ne, uns fehlt eindeutig das Motor-Upgrade hier. Das fehlt uns hier mal eindeutig. So, komm. Fahr doch. Hella. Komm, da vorne ist er. Ja, jetzt haben wir auch mal Nitro rein. Hey, wir sind vor ihm. Ja, da schaust du mal. Ja. Da werden wir wahrscheinlich nicht lang bleiben, aber naja. Was soll man tun? Wir können auch nur probieren. So, jetzt nehme ich das hier aber mit. Kann er sich mit dem vergnügen? Okay, da ist einfach umgefahren. Nein, nicht immer so langsam werden hier. Tritt mal einmal auf die Bremse und der geht gleich hier. Schaltet gleich zweimal zurück hier. Ich fahre jetzt da durch. Ach, er fährt die Abkürzung auf. Ha. So, aber irgendwie hat er jetzt Mist gebaut. Habe ich so das Gefühl. Ja, das Handling scheint sich doch jetzt ein bisschen auszuzahlen. Und es sieht so aus, als hätten wir das Rennen gewonnen. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, da bin ich mal ganz ehrlich.
und neu freigeschaltet Turbo Stufe 2 Profi Paket. So, aber zuerst kommt das Bergrennen. Oh Mann, das kann jetzt was werden. Da werden wir jetzt so abstinken. Es ist deine letzte Chance, das zu kapieren und zu verschwinden. Da würde ich ja gern. Aber Need for Speed lässt mich nicht. So, nützt ja nicht. So, la 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 la. La la la. La la la. Ach, das ist ja das wieder mit der Kamera. Wo die Kamera immer so rausfährt, damit es dramatischer wirkt. Spielerisch natürlich totaler Müll, aber naja. Ach, fast hätte man gehabt. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Beschleunigung hätten, hätte man gehabt. Na komm. Tritt drauf. Komm. Fahr doch. Kommt die Mühle so langsam vor, so ewig langsam. Das ist unglaublich. So komm, jetzt fahr doch. Nein, nicht gegen die Wand. Geradeaus, beziehungsweise den Straßenverlauf folgen. So, jetzt komm, fahr doch, fahr zu. So, jetzt hoffen wir nur mal, dass wir das auch halten können, den Vorsprung. Ja, vielleicht bringen wir es ja über die Bühne. Ich sag, ich bin ja so eigentlich mehr ein Rennspiel-Legastheniker, aber ja, und sonst. Probieren wir es einfach mal. Vielleicht funktioniert es ja ganz gut. Vielleicht bringen wir es ja über die Bühne. Es wäre natürlich wünschenswert, dann hätten wir schon unseren zweiten Boss, aber naja. Das Handling hat die Karre ja. Aber ihr fehlt es eindeutig an Beschleunigung. Hey, der überholt uns gleich. Was soll denn das? Hör auf zu grinsen, nein, da in dem Fenster. Der grinst immer so blöd. Unglaublich. Schreib bald einen Brief an die EA da. Soll mal das Grinsen abstellen. So, hier, da. Ah, da wäre er schon wieder fast vorbeigefahren. Ach, das kostet wieder viel Punkte, wenn er so nah rankommt. Ach, ob sich das noch ausgeht. Ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ah, das wird knapp, das wird elendig knapp. 17, 16, 15, 14. Ja, das geht sich aus. Yes, das geht sich aus. Leck mich doch an meinem Reifenprofil. Du alte Nuss, du. Neu freigeschaltet, Mazda RX-7. Yes, geschafft. Oh. Kenji, fuck you! Absorbiert! Und wir dürfen wieder die Bonuskarten jetzt aussuchen. So, was haben wir denn hier? Einzigartige Teil-Upgrade, einzige Optik-Upgrade. Ja, ich nehme wieder hier die goldene Mitte. Komm schon, der Wagen, der Wagen! Der Wagen!
Nein. Oh, dann nehme ich das noch. Ich will den Wagen. Komm, gib mir den Wagen. Gib mir den Wagen. Nein. Verflucht. Ich wollte doch den Wagen. Ah, Mist. Na gut. So, Yumi, wir treffen uns an der Plaza. Hey, ich suche noch einen Partner, ich habe genug von Kenji. Ohne mich wäre er nichts. Ich will einen Partner, der überlegt fährt und schnell. Also wenn du noch jemanden für deine Crew brauchst, ich bin an der Plaza. Ja, von mir aus. So, auf jeden Fall werden wir jetzt mal... Was denn jetzt? Nein, zurück. Zurück. Fotomodus. Wieso Fotomodus? Ich. Nein, zurück. Zurück. Ich würde gern in den Unterschlupf. Ach, wir müssen da hinfahren. Na gut. Dann machen wir das eben noch schnell. Fahren wir zu der Plaza. Wir wollen jetzt eigentlich in den Unterschlupf, aber naja. Kontrolle, Bananarama. Und wer ist der Präsident von Bananarama? Natürlich der Vorlagenprotagonist. Banana Joe. Ist doch klar. So, wo steckt er denn? Ah, da steht ja einer. Blaue Haare. Ich werde dir was sagen, was du wissen solltest. Dass du blaue Haare hast? Ich war da, als du verschwunden bist. Ich war auf der Feuertreppe. Von da oben kann man gut sehen. Und man hört auch gut. Einheit 410, 46 bestätigt für Verdächtige Charlie und Bravo. Verdächtiger Alpha im blauen Kyoto. Negativ, wiederhole. Verdächtiger Alpha wird gesucht. Dann kommen die Cops und kontrollieren jeden Wagen. Hey, halt! Stehen bleiben! Bis auf deinen, den blauen. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Jemand hat sich da kräftig eingemischt und jetzt brauchst du eine gute Crew, um das gerade zu biegen. Blaue Haare. Sie hat blaue Haare. Blaue Haare, blaue Haare, 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 blaue Haare. So, du hast ein neues Crewmitglied freigeschaltet, aber deine Crew ist bereits voll. Du kannst das neue Crewmitglied rekrutieren, nachdem du auf der Seite Meine Crew ein aktuelles Crewmitglied entlassen hast. Okay. So, was machten die? 25 Boost für Nitro, 10% Rabatt auf alle Leistungstuning-Teile. Oh, das ist ja schön. Da bekommen wir noch Geld und Fahndungsstatus. Schlepperzone. Ach, der hat aber die Autoskalbteile. Karrierebonus. Ach, ich tu den mal entlassen. So. Colin gehen lassen, ja. Und hier. Du rekrutieren, ja. So, fertig. Was denn jetzt? Nein! Ah, hör auf! Oh. Ist ja furchtbar. So, und jetzt würde ich gern wieder in den Unterschlupf zurück und den Cut machen und... Jetzt aber, zum Unterschlupf. Yes! Gut, dann kommt hier wieder ein Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Also, bis denne!